Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Sternzeit 22.08.2017. Willkommen in den unendlichen Weiten von Stellaris und mit mir dabei wieder der Anoholik. Moin Moin! Levlüt! Servus und hallo! Zu Stellaris-Folge, keine Ahnung, schieß mich tot, 120 irgendwas. Ja, 119, 120, irgendwie sowas, ja. Zuletzt hatten wir 116 Februar. Hochladen. Ja, ja, ich glaube mittlerweile müsste März sein. Irgendwie sowas. Zeit, ja, so ich sollte mal apropos Zeit, ich sollte vielleicht mal die Pause bitten. Zeit ja. Ist relativ. Das sowieso. Also ich habe jetzt 7,3k. Hui, langsam wird's was. Mit meine 38k-Flotte lacht immer noch. Okay, ja, danke. Ich habe eine Anomalie. Hallo, Anno. Hallo. Und immer noch Sektoren in meinem System, die ich noch nicht kenne. Interessant. Also Planetensysteme. Planeten und Systeme gleichzeitig. Jo. Wo ist in meinem? Komisch. Beim Anno ist auch noch was, da fliege ich auch noch hin. Nicht schrecken, nicht aus Versehen drauf schießen. Wenn auch einmal so eine 12 Trillionen K-Flotte reinkommt. Ganze Bildschirm wackelt vor dem Warp-Effekt. Würde dich echt mal interessieren, was so die größte Flotte ist, die jemand irgendwie gebaut hat, was dann noch so spielbar und aufzeichnungsfähig war. Also ohne guter Nachsatz. Spielbar und aufzeichnungsfähig. Na gut, okay, wir wissen ja auch nicht, was dieser eine, wo wir das Video geguckt haben mit seinen Korvetten, der dann mit den 3000 Korvetten oder was es waren, dann das gefallene Reich angegriffen hat. Wir wissen ja nicht, mit was der gearbeitet hat. Wenn der auch nur irgendwie, ich weiß nicht, einen 5 Jahre alten Laptop hatte, ist dann natürlich klar, dass der viel früher in die Knie geht. Bin echt mal gespannt. Ich hoffe, dass unseren Spielstand nicht zerschießt dadurch. Ich hoffe es auch. Das Einzige, was wir ja mal jetzt schon öfter gemerkt haben, ist, dass es einfach die Zeit irgendwann einfriert mal zwischendurch. Mhm. Aber das geht ja noch. Aber dann stell dir vor, geht es gegen das gefallene Reich und alle gleichzeitig. Ja. Könnte schon witzig werden. Aber wenigstens die Zeit auf alles zu reagieren, ne? Oh. Da unten kommt eine Flotte. Ja, wann denn? So in 2 Jahren bei der aktuellen Pause. Mensch und eine Marion, okay. Die kreien sich auch schon wieder alles. Da sind ein paar neue entstanden, sehe ich gerade. Bei dir? Beim gefallenen Reich. Zwischen mir und der gefallenen Reich. 3 Stück. Ex-Jagan Pact, Mythfell-Konföderation. Ne, das sind die Nemarians. Und die Nemarian Mandate, die sind auch neu, glaube ich. Es gibt 2 Nemarian, ja, das eine wird wahrscheinlich irgendwie die so ein Abgespalten. Das sind beides Abkömmlinge, glaube ich. No. Vor allem, wie die gewandert ja, die sind, die waren einfach Logo. Viel weiter nördlich. Ja. Sie sind Nomadenvölkchen. Dass die aber immer wieder dieselben Namen haben. Schon gar nichts mehr damit zu tun, aber immer noch eine Marion. Die großartige Geschichte hochhalten, oder? Keine Ahnung. Damals, vor 300 Jahren. Als wir voll vernichtet wurden. Rexas, ich kenne nur Texas. Gibt's da irgendwas Cooles? Eine Riederwelt, noch eine Riederwelt. Langweilig. Also am schwierigsten ist es, glaube ich, echt den Rontos, weil der hat echt... Was der an unterschiedlichen Reichen in sich hat, das ist ja echt nicht mehr feierlich. Achso, ja. Es gibt Rontos State. Synthetischer Assoziationsregionsgedöns. Also... So viele Farben, auch teilweise 4-5 Farben in einem so einem Gebiet irgendwie drin. Also dieses Feld ist einfach viel zu klein. Oberher von Brrr. Die sind da wirklich alle übereinander schon gestapelt. Pff.
Übertrieben. Guck dir das mal an. Oberherr von, guck dir das letzte Symbol mal an. Galaktik, Miro, Ventia, Kartell. Und guck mal, mit wem er im Krieg ist. Alles klar. Kriegspunkte minus 7, das ist neu, oder? Man hat doch nie gesehen, wie ein Krieg gerade steht. Echt? Warte mal. Oh. Wo wir uns immer überlegt haben, wie steht's denn da gerade? Das kann sein. Entweder ist das neu, wobei es mich wundert, weil wir nicht patchen. Ja. Oder wir haben da nie drauf geguckt, auf dieses Fenster. Das kann auch sein. Weil mich die KI-Kriege auch nicht so richtig intensiv interessiert haben. Naja, interessant wäre vor allem solche Sachen wie Abtreten. Weil da haben wir mal geredet drüber, weil ich mal gerade die alten Folgen anschaue, um irgendwie Folgentitel zu finden. Du hattest schon nichts aufgegeben. Aber das Krisianische Handelsgelder Nummer 67. Krieg gegen den, jetzt Krieg gegen den, dann Krieg gegen den. Aber ganz nett, so neben Hausarbeit machen, Wäsche waschen und sowas, immer mit dem Kopfhörer und dann höre ich mir das immer an und denke, ah, okay, könnte ich nehmen als Folgentitel. Und da haben wir irgendwann drüber geredet, über die, jetzt habe ich den Faden verloren. Wir haben über irgendwas geredet in den letzten 120 Folgen, okay. Nee, was wollte ich gerade sagen, genau, mit den Kriegen. Und das ist da, dass ich der Meinung bin, dass es doch keine, wie heißt das, keine Flächenkriege gegeben hat, also wo ein Planet zu einem anderen übergegangen ist, außer vielleicht einmal ganz am Anfang. Aber ansonsten, die erklären doch immer wieder den Krieg, dann versöhnen sie sich wieder und es ändert sich nichts. Es ändert sich gar nichts von irgendwelchen Länderzugehörigkeiten. Bei uns vielleicht. Ja, beim Gegner auch nicht. Da wandert doch nicht irgendwie ein Planet auf einmal zum Gegner rüber. Das hätte ich noch nicht erlebt. Das habe ich noch nicht erlebt. Keine Ahnung, vielleicht geht es der KI auch eher nur darum, ja genau, ich glaube, es geht der KI eher darum, die Großen versuchen wahrscheinlich kleinere irgendwie zu Untertanen oder Vasallen zu machen. Wobei mir das auch nur bei den Dings auffällt. Mir fällt das nur beim Rontos auf. Da Frieden geschlossen, jetzt kommt das nächstes gleich Vasall. Aber die Erde zum Beispiel, die vasallisiert doch nicht. Vor allem sind sie jetzt mit den Nächsten im Krieg. Auch mit einem ihrer Untertanen, mit der Mirotuvandia-Konföderation. Sehr schön. Die führen ihr eigenes kleines Privatleben da unten, ja. Mhm. Eigentlich kann man Rontos ausschließen, das ist seine eigene Galaxie. Und Rontos führt, wenn sie Krieg führen, führen sie gegen einen ihrer eigenen Untertanen Krieg oder einer der Untertanen versucht gegen einen anderen da unten. Ja, sie wollen halt gewinnen. Erklären halt einen den Krieg und vasilisieren sie danach. Das ist so ihr Ding. Jedem so sein Fetisch. Oh Mann, so. 9,7k, 109 Schiffe. Okay. So kurz dazwischen. Es geht voran. Ich bin echt positiv begeistert von meiner Energiebilanz. Die ist plus 100, plus 700. Ist ja auch kein Wunder, seitdem du keine völlig ja. Oversized Planetenverteilung oder Bewirtschaftung mehr hast. Ach was. Also ich mache jetzt derzeit 510 Credits und 345 Mineralien. Ist aber auch schön, da bist du wieder positiv bei Mineralien. Ja, aber nur solange ich glaube ich im Orbit stehe. Wenn ich jetzt einfach mal die Flotte wegnehme, dann sind's. Also wenn ich meine Hauptflotte, die Schlachtschiffe wegnehme, mache ich nur noch 31 Mineralien. Okay, immerhin noch positiv. Wird dann aber lustig, wenn wir einen Krieger starten. Ich glaube, dann könnte es ins Negative überschlagen. Wegen deinem Zufriedenheitsmodifikator. Ich hab's grad getestet, wenn ich jetzt die Korvettenflotte und die Schlachtschiffflotte wegziehe, bin ich negativ. Hattest du nicht auch noch so einen Kriegsmalus? Auf Zufriedenheit? Ja, da war ja was, ne? Da kann ich nicht mitreden. Meine freuen sich immer, wenn ich im Krieg bin. Nee, ich führe gerade uneingeschränkt die Kriege. Okay.
Die Musik ist so geil. Ich mag diesen Stellaris-Soundtrack. Bei manchen hört man sich satt mit einer Weile. Ja, aber du bei Stellaris finde ich einfach so ein cooler Soundtrack. An was erinnere ich dich denn? Ich hatte zwischenzeitlich ein Privatspiel gestartet, hatte die Musik ausgemacht. Jetzt muss ich die mal wieder anmachen fürs Let's Play. Schon die ganze Zeit gewundert, was ist das eigentlich so ruhig die ganze Zeit? Also aus meiner Ansicht ist es momentan sehr entspannt bis langweilig, weil ich kann nirgendwo, alle Planeten sind voll ausgebaut. Das Einzige, was ich immer mal wieder anstoßen kann, ist neuer Squad an Korvetten aus den Werften. Und mehr kann ich nicht machen. Let's all, folks. Es gibt eine ziemlich miese Bewohnerfraktion. 70% haben die aktuell. Autsch. Die Menschen sind aber nur 7 Leute. Okay. Schauen wir mal bei Alpha Centauri da vorbei. New Jamestown. Gut, da sitzt halt auch wieder alles drauf. Danke, Mensch. Okay. Jetzt habe ich halt diese scheiß Planeten gehabt von einem Menschen, der halt immer alles drauf sitzen hat und immer jeden irgendwelche Rechte gibt. Oh Gott. Wie Mandasura, Antigoni, wieder Otaga, noch nie davon gehört. Sitzt wieder alles zusammen und jeder hasst sich, weil jeder nebeneinander sitzt und sagt, hey, wir mit dir nichts zu tun haben, geh weg. Labor, Bergbaum, bla bla, Raumhafen. Bla bla. Da, ihr kriegt noch eine Ethikabweichung. Also, Anti-Ethikabweichung. Könnte ganz praktisch sein. Alchissa, wie schaut's bei euch aus? Ihr kriegt auch sowas. Und dann war noch Al-Matabab. Was sind das für Namen, ey? Können es uns ja leisten, easy. YOLO. Und Concord. Cooler Name. Concord, muss ich wieder an den Airbus denken, mit dem ich geflogen bin. Das war auch so ein Riesenteil. Und wie ich dann nach Australien geflogen bin. Mhm. Und es gibt irgendwie krass viele Airbus-Fans, die dann einfach nur so, oh, hast du schon den Airbus 380 gesehen und mit dem bist du geflogen? Boah, voll geil! Und ich schaue jetzt zum Flughafen und schaue, wie der eine abhebt und ich denke mir, mein Gott, ey. Das klingt so ein bisschen, ich schaue jetzt, wie einer abgeht. Oh Gott. Fetischisten. Nee, ich kenne das hier vom... Mann, okay. Gibt es nichts Spannenderes? Ja, für manche offensichtlich nicht. Ich meine, du und ich, wir haben auch unser Gaming und auch ein bisschen das Star Trek-Hobby und ich kenne es vom Flughafen hier in Frankfurt auch. Es vergeht nicht ein Tag, Es kann stürmen, es kann regnen, es kann schneien. Es kann da draußen es kann ein Tornado gefühlt vorbeiziehen, ja. Es stehen immer mindestens 10, 15 Leute an den verschiedensten Hotspots bei diesen Start- und Landebahnen mit ihren Kameras. Und ich meine auch, es gibt genug Bilder vom Frankfurter Flughafen, wie da ein Flieger rauf oder runter geht. Die Zeitungen brauchen nicht jeden Tag 50 neue. Die sammeln das für sich selbst. Die haben irgendwie wahrscheinlich ihre privaten Checklisten so. Ich brauche von jeder
Fluggesellschaft alle ihre Flieger oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, nach was sie das sortieren. So Briefmarkensammelmäßig kann ich es mir nur vorstellen. Also professionelle Fotografen? Also so wie die da auch sind, definitiv. Weil viele stehen damit auch mit so einem richtigen Stativ und Messgeräten und Koffern und sonst was alles. Also nicht mit Handykamera oder so. Also schon richtig professionell und ja. Okay. Es vergeht nicht ein Tag, dass da nicht mindestens 10, 15 Leute, also wenn richtig Sonnenschein und Sommerwetter ist, locker 40 Leute an diesen Hotspots. Das ist richtig voll. Das ist auch an der Autobahn eine ganze Straße entlang dann. Okay, nice. Okay. Und dasselbe Phänomen gibt es ja auch bei Zugliebhabern, diese Trainspotter oder wie sich, glaube ich, die Dinger nennen. Was du auch die mal gesehen hast. Die stehen dann auch explizit an Bahnhöfen, stellen ihre Kamera, Entschuldigung, so das Mikro, stellen ihre Kamera auf und warten darauf, dass ein Zug einfährt. Ernsthaft? Ja. Ich meine, im Winter kann ich es mir vorstellen, weil im Winter schaut das so geil aus, wenn es geschneit hat und dann fährt der Zug so durch den Bahnhof und wirbelt so den Schnee auf. Früher, wenn er so eine Dampflok eingefahren ist, aber wenn er heute so eine Elektro-Stahlkasten einfährt. Ich meine, jedem das seine, ja, die kritisieren uns wahrscheinlich genauso, wie so cool, guckt ihr Star Trek oder so, ja. Jedem das seine, aber so richtig nachvollziehen kann ich es bis heute nicht. Wenn jetzt nicht gerade irgendwie ein Naturphänomen da dabei ist, also so Dingens, dann verstehe ich es auch nicht. Aber, wie du sagst, eigentlich in das Seine. Ich meine, ich kann auch bis heute keinen nachvollziehen, der echt Briefmarken sammelt, aber davon gibt es ja echt Millionen da draußen, die das tun, ne? Mein Vater hat sich jetzt mit 60 oder 50, 60 jetzt eine Modelleisenbahn noch gebaut und ist da ganz stolz drauf. Geht drauf und spielt mit seiner Modelleisenbahn. Ja. Okay. Ja, es gibt ja echt viele Eisenbahn-Liebhaber, glaube ich, nennt sich das. Fetischisten. Irgendwann vor locker 10 Jahren auch schon her gewesen, irgendwo im Fernsehen gesehen, da hat irgendwann hat einen Riesengarten und da fährt eine Bahn durch, mehrere Bahnen, von verschiedenen Haltedingern. Ja, wem Spaß macht, ganz ehrlich, wen Spaß macht, mich stört's nicht. Ich kann es nur in vielen Punkten nicht nachvollziehen, aber das geht wahrscheinlich denen dann mit meinen Hobbys oder unseren Hobbys und so. Ja, so. Bei an, wie hat der nochmal geheißen? Mandasura? Mandasura. Aber schön mit dir, ne? Tschö. Tschö mit Ö. Kann sogar sein, dass die Grenzen dadurch gerade verschoben wurden. Wie sie sich gerade alle reißen auf den Nicht-Angriffsversprechen. Einladung, Einladung. Oder versucht er gerade bei allen zu landen? Der letzte Verbleibende, der damit Mandasura hat. United schießt mich tot. Ja. Ja. Hat nicht Angriffsversprechen mit Menschenkonföderation El Kalasan. Unabhängigkeit garantiert. Demokratikkonföderation Namerian und Karabna. Gerade alle abgeklappert. So, bitte kann mir jemand andere helfen. Bitte. Das ist gerade ein ganz schlechter Zeitpunkt, also. Ach, sind die schon wieder durch. Na gut, dann reisen wir halt wieder zurück. War eine kurze Sache. Wollte ich schon Freude sagen, aber das kann man wieder falsch interpretieren. Liebes Tagebuch, hab heute wieder erfolgreich ein Völkchen ausgerufen. Computer, dieses Logbuch als privat abspeichern. Ach, soll man keine WhatsApp, soll man keine Facebook-Status draus machen? Nein! 5 weltweit geteilt. Nein! Beziehungsstatus kompliziert. In keiner Beziehung mehr mit Madasura. Madasura ist aus Facebook entfernt worden. I'm too. So, dann schauen wir mal da vorbei. Ja, die mögen uns natürlich. Natürlich mögen uns die. Wie könnte es auch anders sein? Oh,
Man wird echt Zeit, dass wir unabhängig sind, dass ich das auch mal machen kann mit diesem Planeten transformieren, was du viel gemacht hast, bevor wir zum Vasallen geworden sind. Das habe ich ja nie gemacht, weil da hat mir noch, glaube ich, die Forschung und sowas gefehlt. Ich habe auch lokalisiert ziemlich lange nachgehangen, wie ich noch terraformen könnte. Was ich alles nicht darf. Man kann sie auch nicht kolonisieren, weil man das auch nicht gemein. Darf. Also als Untertan lebt sich echt scheiße. Jetzt überleg mal, wenn wir ein Untertan wären und wir wären nur so groß wie Otzkotz. Ja, Jolo, das Spiel ist gestern, das Let's Play, kannst du in die Tonne treten. Vor allem, weil die KI dann auch noch so aggressiv drauf ist teilweise, oder? Die sind doch dann wirklich, dass sie einen, wie soll ich sagen, dass sie einen halt bis zum Schluss jagen quasi. Ja. Weil man kann sich ja nie wieder was aufbauen. Was mal interessant wäre, wenn man von Anfang an keine Expansion betreibt, sondern nur seinen Planeten hat, man baut auch gar nichts und lässt das Spiel einfach nur auf Geschwindigkeit schnell laufen, wenn man erobert wird, was passiert dann? Ich habe noch nie einen, weiß nicht, Game-Over-Bildschirm hier gesehen im Spiel. Gibt's da nicht so, eher auf YouTube solche, das habe ich mir mal angeschaut, so Timelapse quasi, wie hat einer das Zeit. Ja gut, das ist aber, so wo jemand nur Zuschauer ist, kein eigenes Reich hat. Ja genau. Ansonsten geht das, glaube ich, gar nicht, weil einfach die ganze Zeit irgendwelche Pop-Ups reinploppen von hier jetzt Krieg und... Ja gut, du müsstest halt einfach auf Stellen laufen lassen, das Spiel, immer alles auf okay, weg und nichts machen die ganze Zeit. Und irgendwann so wahrscheinlich nach... Aber es kommen doch immer wieder Einblendungen, oder? Es kommen immer wieder Einblendungen, die musst du halt wegklicken. Also wenn das jetzt aus der Sicht deines eigenen Reiches und nicht als Observer, also Zuschauer. Ja. So, hatte ich das jetzt hier schon gemacht oder nicht? Ich wollte das hier noch machen, ne? Ha. Und du siehst dahin. Alex lügen nicht. Schön. Herrlich. Hast du das schon mal gemacht, die Bewohner auf einem Planeten so hinzubiegen, dass sich die irgendwie leiden können? Das mache ich jetzt gerade das erste Mal. Also, dass ich die Mandasura in ein Eck packe und dass ich die Diamanten in ein Eck packe. Nee, noch nie. Bringt das überhaupt was? Zufriedenheit ist aktuell null, aber vielleicht, wenn man sie gerade in uns integriert haben. Aber ich könnte mir vorstellen, da gibt es ja dieses Nachbarschaft zu anderen Gegnern, zu anderen Spezies und dass das dann weg ist. Ach, das ist das. Ich dachte, das gilt über das ganze Reich gesehen. Warte mal. Können wir mal probieren hier. Mensch, komm mal her. Ist auch gemein, mit Menschen kann man es ja machen. Na gut, steht dabei nichts da. Aber ich glaube, dass das so gemeint ist. Oh, ich krieg das teilweise. Da steht es gerade nicht da. Oh Mensch, ey. Zu was bist du überhaupt Nutzer? Ich wollte es dir zeigen. Nee. Mensch. Euch machen wir auch noch fertig, Menschen. Ich stehe ganz groß oben auf meiner Agenda. Menschen, der Berg, Kleinfinger. Gregor Klingan. Oder die Sendung Klingan. Weil wo abends die PC ausschaltet, geht ja die Liste immer wieder im Kopf. Die gibt's ja auch noch, verflucht. Herrlich. Schön. Oh Mann.
wer mag Beauty haben, macht mal eine Ausschreibung. Da Sektor verwalten, viel Spaß damit. Hä? Wo ist ein Beauty gerade hin? Beauty! Beauty! Auf diesen dunklen Planeten, wenn da dunkle Aliens drauf sind, die kannst du gar nicht auseinanderhalten. Sie jemanden von Andagoni auseinanderzuhalten und dann noch Mandasura da mal drauf, das ist irgendwie grau-schwarz. Klingt doch sehr politisch korrekt. Och, ja, hatte ich sowas. Wo soll ich meine rote Forschung machen? Synthetische? Hau raus, habe ich auch schon gemacht. Oh, eine Beleidigung. Unkraut, ich kann euren Gestank schmecken und jedes Mal fürchte ich, dass ich mich durch ihn angesteckt haben könnte. Dankeschön. Ja. Wo seid ihr nochmal? Hm? Gehe zu. Krieg erklären. Komm, warte. Erstmal beleidigen. Ja. Unabhängigkeit garantiert von Mensch. Wo seid ihr? Kann ich mit euch was anfangen? Wenn ich euch nur fertig mache. Ich will nicht beleidigt werden. Ach, da unterhalb von mir ist der. Du nehmt die hier Möglichkeiten. Nicht. So, der hat so eine blöde Riederwelt. Ja. Das ist so. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt hier irgendwas auswirkt, aber in diesen Verschieben und Verschachteln. Wobei stimmt, was mir gerade auffällt, dieser Distul-Planet, wo vorher der Mensch drauf gesessen ist, der gehört jetzt dem Gefallenen Reich. Okay. Das ist auch das. Normalerweise breitet sich das ja nicht fort, das Gefallene Reich, das Gefühl, aber da eben schon. Das Gefühl breitet sich nicht aus, okay. Ne, das Gefallene Reich breitet sich doch nicht aus, oder? Normal. Eigentlich nicht. Es sei denn, es hat sich bei uns halt erhoben. Ich habe keine Ahnung, was es für Auswirkungen hat, aber hat sich es jetzt erweitert? Ja, eben der Distul-Planet. Der hat vorher denen nicht gehört. War vorher Menschen. Stimmt. Menschen. Gut. Und Nembus haben die auch. Ja. Oh oh. Menschen haben einen Freund verloren. Eine Runde Mitleid. erbärmlich, die Kellasan. Mit wem sind die Kellasan nochmal zusammen? War das war was Ekliges, oder? Ich glaube. Unabhängig von Rontos. Na genau. Oh, scheiße. Sind die Menschen auch mit Rontos zusammen? Oh, fuck. Schnell mal auf Facebook nachschlagen. Oh ja, schön. Kann sein, dass sich die gerade alle verbünden gegen uns. Die riechen da sowas kommen. Das heißt ja gegen uns, ich bin nicht mit dir verbündet. Oh. So geht das auf einmal wieder, ja? Ist das eine Tatsache? Das heißt, wir erobern die Galaxie und dann auf einmal, nö, wir sind nicht miteinander verbunden. Hier sind wir wirklich nicht. Ich könnte manuell denen den Krieg erklären, klar, das kann ich machen, aber... wenn du in einen Krieg rast, werde ich nie automatisch mit reingezogen, das wollte ich eigentlich nur sagen. Ich hab grad nochmal fein rausgerettet. Was seid denn ihr eigentlich? Kann ich... Wie soll sie denn? Ihr seid also Vasall unter den Gefallenen. Stimmt, das haben wir uns schon mal überlegt, dieser blaue Fleck da hier, bei uns. Was nicht die Andigoni sind, ja, sondern die Lutheran. Ja, diese letzte Folge habe ich auch wieder festgestellt, dass ich die nicht erobern kann. Genauso wie bei mir drinne die Sarex oder wie heißt, oder Sterek Country. Sterek. Skrek Grand. Skrek. Duchy-Duchy. Duchy-Duchy. Aber bei den Otzkots, die sind doch genau dasselbe. Die sind auch, die sind, okay, die sind Knecht unter Adex.
Und die anderen sind Vasall unter Adex. Ja, also, der eine ist aber auch Protektorat unter Adex, also. Also Knechten und Protektoriaten kann man den Krieg erklären und Vasallen nicht. Aha. Wieder was gelernt, auch in dieser Folge, die jetzt schon wieder 30 Minuten geht. Die Otzkotz gibt es übrigens immer noch. Wolltest du die nicht mal irgendwie vernichten? Ja, aber die haben so blöde Planeten. Die haben so blöde Planeten. Die passen alle irgendwie nicht so richtig. Mag ich nicht. Eigentlich will ich jetzt auf eins hinaus. Ich will, dass wir dieses Adex-Ding da unten gemeinsam platt machen. Dass man mal wieder vernünftig was machen kann, weil. Ah, jetzt auf einmal wieder gemeinsam, ne? Vorher so, bin ich nicht dabei beim Krieg. Jetzt wieder gemeinsam, ja. Ja, ja. Nochmal, ich meinte damit immer noch den automatischen Switch, dass wenn dir jemand den Krieg erklärt, dass ich nicht automatisch mit drinne bin, weil wir eben halt nur unabhängige Untertanen sind. Boah, wie man sich halt so richtet, ne? Ne, okay, was wolltest du sagen? Ich weiß nicht, du kannst, glaube ich, noch ein bisschen freier agieren als ich, aber ich habe echt das Problem, dass, egal, sobald ich irgendwas mache, dass sofort die Fraktion hochspringen, wie so ein Blümchen im Frühling oder so. Mhm. Dass ich echt ein paar Planeten habe, weil ich bin auch mittlerweile weit unterlegen mit meinem eigenen Völkchen. Das ist auch der Grund, warum du das nicht mehr machen würdest, oder? Du würdest nicht mehr auf Handel setzen, sondern nächstes Mal ja, auch auf Krieg. Ja, beim nächsten Mal definitiv was anderes. Also ich bin jetzt, mein eigenes Volk in meinem gesamten Territorium besteht nur noch aus 31%. Der Rest sind irgendwelche anderen und die sagen sich, ihr seid doch viel weniger als wir. Ich will freie Wahlen, ich will dies, ich will das, ich will hier, was ich alles nicht kann. Weil dann pisse ich nämlich meine eigenen 31% an. Das heißt, die Planeten, die ich habe, die müsste ich eigentlich mal mit meinen eigenen Leuten bevölkern, was ich nicht kann, weil ich untertan bin. Du siehst mal, Problemskis. Bei mir ist gerade die große Pyramide, wo ich sagen kann, Zivilisation wird zurück in das vorherige Zeitalter geworfen oder ich helfe ihr, Zivilisation wird ins nächste Zeitalter katapultiert, hoffentlich gibt es keine schlimmen Konsequenzen. Oder ein Bewohner stirbt. Das ist alles nicht so nett. Nicht so wirklich, ne? Ist eine Alpinwelt. Eigentlich könnte ich das schon durchaus brauchen. Das ist halt die Frage, wenn ich jetzt sage, die hebe ich in die nächste Zivilisation, ob was dann passiert. Warte mal, was macht denn mein... Ich kann sie noch nicht infiltrieren. Wenn ich es jetzt in die nächste Dingens hebe, dann reißt mir das ein Loch wahrscheinlich bei mir rein. Ja. Ich kann die nicht zurückwerfen. Ich glaube, da würden sie mich hassen und ich kann sie auch nicht erheben, weil dann... da gehören sie mir ja nicht. Dann wird das wieder ein extra Reich sein. Das kann ich jetzt auch nicht unbedingt brauchen. Na komm, dann stirbt halt einfach ein Bewohner und fertig. Jeder muss mal sterben, also komm. Jo, aber ich komm schönes Schlusswort. Schönes Schlusswort, jeder muss mal sterben. 34 Minuten. Und das Spiel speichert auch gerade automatisch, das ist praktisch. Mal auf Pause hier. Plumps. Plumps. Wenn es euch gefallen hat, dann nicht vergessen, kommentieren, abonnieren und liken. Seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. In die unendlichen Weiten. Alles klar. In dem Sinne, hobel, hobel, Boss, Boss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Also ich habe jetzt 16,4K mit 184 Korvetten. Oh, immer noch süß. Ja, ich weiß. Also die Ethikabweichung bringt irgendwie gar nichts. Das sind immer noch mächtig sauer auf mich mit 60%. Also ich konnte meine Fraktion ziemlich stark runterbringen. Ich hatte als wir angefangen hatten, hatte ich 8 Fraktionen, das sind jetzt nur noch 4. Die 49er, wo 49 Mitglieder drin waren, sind jetzt nur noch 12 übrig. Ansonsten bei 2 anderen nur noch 2 und eine mit 9. Also ich habe jetzt 4, 13 plus 25 Fraktionsanhänger.
von ehemals über 100, als wir heute angefangen haben. Okay. Ich habe auch überall Paradieskuppeln gebaut. Dann nochmal 5% Zufriedenheit bringen. Oh, das ist dieser Riesensektor, shit. Da ist einer unzufrieden. Das ist vielleicht doch doof. Vielleicht mache ich doch mehrere kleine Sektoren da draus. Also wenn ich jetzt die Sektoren, die Planeten von den Sektoren da entferne, muss ich das wirklich der Reihenfolge nach entfernen. Das wusste ich nicht. Ja, die müssen immer zusammenkleben. Entstehen quasi. Genau, ja. Okay. Es muss immer verbunden sein miteinander. Oh shit, hat das gerade Dinges gekostet. Hat das Einfluss gekostet. Scheiße. Oi, oi, oi. 25 je Planet. Fuck. War das teuer. Oder kann es sein, dass die Gebäude selbstständig entfernen? Die Sektoren? Ja, wenn du den Sektoren das erlaubst, ja. Wo sehe ich denn das? Sektoreneinstellung, also wenn du da im Outliner. Ja. Und dann ist rechts neben den oder links neben den Hinzufügen von Planeten ist so ein Zahnrädchen-Ding. Sektoreinstellungen. Sektoreinstellungen? Genau, und dann kannst du einstellen, ob die Säuberung, Versklaven, die Teststation, Weltraumkonstruktion relativ weit unten ist, Neuentwicklung. Neuentwicklung von Gebäuden gestatten. Oh, okay. Okay. Oh, das ist aber schlecht. Das ist aber schlecht. Weil die entfernen mir die ganzen, die virtuellen Kämpfe und sowas. Oh, dann solltest du es rausnehmen. Ich kann aber nicht sagen, was sie alles entfernen dürfen, oder? Sind nee, einfach, du kannst nur sagen, sie dürfen oder sie dürfen es oder nicht. Ach Gott. Deswegen, ich bin ein Fan davon, war möglichst einen voll ausgebauten Planeten in einen Sektor umzuwandeln. Ich bin sicher, dass ich das gemacht habe. Ich mache das immer mit dem, mit den virtuellen Kämpfen und so weiter. Das ist alles weg. Deswegen hassen mich die halt so. Überall irgendwelche Bewohnerstreiks. Okay, ja, ich glaube, das ist mal in Ordnung. Das müsste ich irgendwo bei Menschen auch noch machen, aber das, ja, irgendwann. Lass es nochmal kurz laufen. Yep. Dass es sich das merkt. Boah, ich bin auf 43 unten, auf 43 Einfluss. Krass. Das ist teuer, ne? Vor allem, ich weiß nicht, was du machst. Ich mache genau einen Einfluss pro Monat. ich zwei gerade. Und, das Miese ist, 1,5 drücke ich ab wegen der scheiß Zwangsgarantieerklärung an diese Völker, die ich nicht garantieren möchte. So nice.